Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So. Nur große Kikis dürfen dieses Land betreten. Wir nur Gäste. Ja, wir haben jetzt das verbotene Tal endlich mal betreten. Und werden auch gleich anfangen hier zu schnetzeln. Voll, das war jetzt mal nicht gewollt. Wir haben auch gleich schnetzeln. Und ja, ihr könnt mir auch helfen, bitte. So. Au, au, au. Zack. Bäm. Au, au, au. So. Bäm. Sehr gut. Und ja, wir haben hier einige Quests zu erledigen auf Kila. Viele davon werden wahrscheinlich eh hier in diesem verbotenen Tal zu erfüllen sein. Wir werden es sehen. So, ist hier noch was Besonderes? Nein. Schaut nämlich so schön aus. Aber das dürfte wahrscheinlich der Unterschlupf von den beiden hier gewesen sein. Jo. Ist somit erledigt. Was haben wir? Zeig's ihm. Oh. Eine Dschungelspinne. Drei Dschungelspinnen. Tschu. So. Zack. Einmal umdrehen. Sehr gut. Karaka. Karatatata. So. Schön looten. Sehr fein. Waren das vier Spinnen? Oder habe ich jetzt was... Na, drei und was anderes aufgehoben, ne? Okay. Da drüben hätten wir einen Rami und ein Spinni. Jetzt bin ich am überlegen. Ja, warum nicht? Klatsch mal alles weg. Zeig sie! Au, au, au. Au. Bam. Bam. Autschi, autschi, autschi. Autschi. Ja, ja. Ist schon gut. So. Jaha. Und du jetzt noch. Du lästiger Zopfen, du. Hup. Entschuldigung, Mut. Ja, Entschuldigung. Jetzt hätte ich ihn fast umgebracht, glaube ich. Entschuldigung, das war ein Versehen. Das sind meine tiefsten Empfindungen. Ich will ihn einfach nur verprügeln. Ja. So. Nochmals Entschuldigung. Halt, ich steck fest. Wohl, er rennt noch. Ich dachte schon, der möchte nicht mehr. So, hier haben wir ein bisschen Gold. Eine Feuerblume. Ein Skeletti. Also schon ein regungsloses. Ein schweres Goldsacki. Das nehme ich gerne mit. Sonst nichts mehr? Nein. Gut. Ja, jetzt haben wir die freie Wahl. Was soll man machen? Zuerst nach unten oder nach oben oder beides? Da wäre mal ein Tempel, da ist mal soweit nichts. Ich würde mal sagen, ich rüste mal eine Quest aus. Nervensäge, wer zur Hölle ist dieser Idiot? Genau. Der möchte wohin? Darüber. Also Tempel. Würde ich sagen, ich mache hier mal sauber. Und schau, ob ich von da hier rüber kann. So irgendwie. Ne? Schauen wir mal. Ich werde auch gleich etwas Proviant zu mir nehmen. So. Dann kann das nebenbei wieder recken. Ah, da haben wir ein Opfer. Bäm. Der hat uns nicht kommen sehen. So. Danke. Da hinten haben wir auch ein schönes Monstrum. Gibt es hier irgendwas für uns? Nö. Oder vielleicht doch. Was ist das? Schlangenwurz. Hat es doch was gegeben. Okay. So. Dann hier ein Blutwurzel. Dann gucken wir hier mal. Was haben wir dann noch? Einmal Schlangenwurz. Okay. Was haben wir da hinten? Wahrscheinlich ein Alligator. Oder auch nicht. Klinge? Was? Klinge? Krakenauge. Schmiede das Krakenauge neu. Kann das was? Blunder. K-k-k-k-kraken. K-k-k-k.
Krakenauge. Was war hier für ein Buch? Buch des Bösen. Achso. Kraken. Kaputt. Klinge. Krakenauge. Da. Okay, ich weiß. Okay. Oh, ja. Ja. Mhm. Gutes Schwert. 45 bis 110. Mhm. Ja. Okay, ich brauche noch den Griff. Alles klar. Gutes Schwert. Unbedingt suchen. Großer Auftrag. Unbedingt das Schwertlein suchen. So. Also den Rest des Schwertes, so besser gesagt. Den Griff halt. Unbedingt den Griff suchen. Mit 3 Rufzeichen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde es schneller als gedacht. Wer bist denn du? Ein Sumpfgolem. Der mag gerne verhauen tun und natürlich dunkeldüster Dingensviecher. Au, au, au. Au, au, au. Ja, mach schon. Du kannst mir helfen, du Trottel. Bäm, bäm, bäm. Au. Das war natürlich jetzt grandios. Au. Jawohl. Und du jetzt noch, du Mistviech. Sehr gut. So. Da haben wir noch einen Alligator. Mach schon! Ja, ja. Au. Au, au, au. Au, au, au. Bam. Autsch, autsch, autsch. Lästiger Zopfen. So, wo ist der zweite? Da oben. Warte nur, warte nur. Du kriegst das jetzt. Aufs Gosch. So, noch einer. Au, noch zwei, okay. Ja, ja, ist schon gut. Autschi. Autschi. Autsch. Ja, Herrschaftszeiten noch einmal. So. Weg mit dir. Ist jetzt einmal Ruhe hier. Da ist noch ein Alligator. Den hauen wir auch gleich weg. Wenn wir jetzt schon da sind. Boom. So. So, ist jetzt da mal kurz Ruhe. Kann ja nicht sein, sowas. Lute, 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 fein. Dieses Viechlein, das musste sein. Da, 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 da. So, du auch. So, habe ich jetzt bitte mal Ruhe? Gibt's ja nicht. Gesindel. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Ja. So, ist das ein Schwammi zum Mitnehmen? Nein? Nein. Okay, dann nicht. Dann ist da nichts. Nein, nein. Aha, Spinnchen. Bäm, bäm. Bau. Und du auch noch. Bäm, bau. Jawohl, so muss das ausschauen. Der war schön. Da haben sie schön geschossen. So, ja, da geht's wirklich tatsächlich rauf, ne? Ah. Ich würde sagen, zuerst mal unten. Warte, ich esse noch schnell. Huch. Ja, das auch. So, mal schnell was essen. Nom, nom, nom. Speichern wäre auch gut. Ja, das können wir durchaus machen. So, und ja. Und dann noch... Zeig sie! Ja, sehr's. Dann machen wir die kaputt. So, da sind noch mehr Sandteufelchen. Mal alles schön... Ich glaube, wir machen alles mal schön sauber hier. Und dann schauen wir weiter, glaube ich. Mal ein bisschen aufräumen, ein bisschen Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sammeln. So, auf die Gosch. Au. Ja, ja, ist schon gut. So. Du auch noch. So. Passt, sehr gut. So, würdest du mal eingehen? Autsch. So. Das ist nicht zu glauben, sowas. So, und du auch noch? So. Yeah. Das war jetzt schon fast anstrengend. So, jetzt müssen wir mal looten hier. So, lalala. Puh. Das war jetzt schon förmlich anstrengend. So. Eine Maki-Beere.
noch mehr Leuchtedings. So. Holla. Da drüben haben wir noch einen. Habe ich dich gelootet? Nein. Aber jetzt. Puh. So. Das war jetzt schon ein bisschen anstrengend. So. Na, nicht einmal im geringsten. Um ganz ehrlich zu sein. So, da haben wir noch ein paar Sandteufelchen. Davon haben wir einen gestrandeten. Bam, bam. Bounce. Oh, Karaka. So, eine Muschel auch noch, eine schöne. Noch ein Sandteufelchen. So, dann schauen wir uns hier mal schön gemütlich um. Was haben wir hier noch liegen? Eine Muschel. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Fisch. Eine Blutwurzel. Eine Muschel. Eine hübsche Schildkröte, die gleich mal geschupft wird hier. Sehr freundlich. Aber ein Fisch ist hier, glaube ich, nirgends, ne? Nein? Ist nicht schlimm. Da haben wir noch eine Muschel. Da nehmen wir mal einen Schluck. Der war wenigstens so schlau und hat sich hier Trinkwasser organisiert, ne? Mit dem Fass. Hallo, wer bist denn du? Cruise. Hey, du. Tom Cruise? Oh Mann, dem Himmel sei Dank. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, jemand wie dich hier zu sehen. Ich dachte schon, ich muss hier draußen elendig verrecken. Das zahlt sich gar nicht aus. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Ich dachte, das Tal hier sei verboten. Ich war auf Bu's altem Kahn und bin kurz vor der Küste von Bord gegangen. Ah. Ich wollte vor allen anderen auf der Insel sein. Schlau. Ja, du siehst ja, wohin mich mein Ehrgeiz wieder gebracht hat. Nun bin ich wieder einmal Schiffbrüchiger an irgendeinem gottverlassenen Ort der Welt. Dann geh doch zurück zu den anderen. Kann ich dir helfen? Du machst solche Ausflüge öfter. Warum wolltest du früher auf diese Insel ankommen? Ja. Warum wolltest du früher auf die Insel als alle anderen? Ich hörte, dass der alte Piratenkapitän Garcia irgendwo hier einen Schatz vergraben hat. Oh. Da konnte ich nicht widerstehen. Und? Hast du Garcias Schatz gefunden? Natürlich nicht. Der Scheiß interessiert mich auch nicht mehr. Ich will nur noch runter von dieser verfluchten Insel. Du machst solche Sachen öfter? Du machst solche Ausflüge öfter? Ich bin ein Unglücksrabe. Schiffbruch scheint meine Bestimmung zu sein. Die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich damit zu warten, bis mich jemand aus meiner misslichen Lage befreit. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Aber klar, Mann. Ich will hier raus. Überall lauert hier der Tod. Bring mich aus diesem verfluchten Tal. Das werde ich mir auch was kosten lassen, okay? Okay. Ja? Okay, folg mir. Ich hole dich hier raus. Was kannst du mir geben, damit ich dich hier heil rausbringe? Ja? Was kannst du mir geben, damit ich dich hier heil rausbringe? Was du brauchst? Du bist doch ein Dämonenjäger. Ich hätte da einige interessante Steintafeln für dich. Aha. Na dann, gehen wir's an. Okay, folge mir. Ich hol dich hier raus. Ja, bitte. Aber pass gut auf mich auf, ja? Ja, ich selbstverständlich. Ich will nicht als Futter für die Krabben enden. Na, das zahlt sich gar nicht aus. Dann kriege ich ja meine Rune nicht. Hier, eine Muschel. Noch mehr Muscheln vielleicht. Oder Fischis. Reicht es, wenn ich ihn hier raufbringe? Schon, oder? Logbuch, Nervensäge, böse verlaufen. Karte, Seekarte. Reicht das ihn hier? Oder muss ich ihn tatsächlich hier zurückbringen? Na, oder? Das geht schon, wenn ich ihn hier raufbringe. Nicht wahr? Ich probiere es mal. Die Frage ist nur, Moment. Na, da wäre besser hier rüber. Die Krabben bringen wir noch schnell um hier. Die Rüsen kroppeln. So. Bam. Bam. Na, das ist super. Jetzt haben wir drei Leute, die uns helfen. Supi. Nice. War das eine Muschel? Yep. Das war eine Muschel. So, ja, davon haben wir noch ein paar Schandläufer.
Bäm, bäm. Bounce. Ja, sind die mega lästig. Voll verständlich. Da haben wir noch so einen Kerl. Bäm. Sehr gut. Ja. So, mal looken, looken. Da haben wir noch ein Muschele. Und noch eine Muschele. Bin ich denn hier richtig? Theoretisch müsste ich da rauf, ne? Warte kurz. Na, es wird schon gehen hier rüber. Da so, das wird schon passen. Noch eine Muschel. Auf jeden Fall den Schwertgriff möchte ich auf jeden Fall bekommen. Komm her. Bam. Bam. Bounce. Und rum. Bam. Und zack. Und zack. Zack. Und bam. Sehr gut. Zack. 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 Au. Au. So. Ja. Mit Schwung. Da oben ist ein Baumhaus. Das schaue ich mir jetzt mal an. Wenn Baum im Haus ist nicht gut. Wenn Kopf sich dreht, droht tiefer Fall. Ja, aber das soll ja eigentlich... so ein Kasperl. Aber man soll ja nicht betrunken sein, ne? Wenn man so leben möchte. Shani? Ist das unsere Shani? Warte mal, da hat sich der hier was Tolles gebaut. Shani. Capo, Ono Bambule. Du entweist unseren heiligen Boden, Gucho. Verlasse sofort das Tal der mächtigen Margolot. Vergiss es, ich bin gerade erst angekommen. Nein, entspann dich, ich bin auch gleich wieder weg. Entspann dich, ich bin auch gleich wieder weg. Du weißt nicht, worauf du dich hier einlässt, Gucho. Das heilige Tal ist in Aufruhr. Die Krieger des Orakels sind auf dem Kriegspfad. Selbst die Ahnen vermögen ihren Zorn nicht mehr zu bändigen. Warum schickt das Orakel seine Soldaten aus? Du scheinst eine sehr mächtige Kiki zu sein. Ich brauche Hilfe bei einem Geisterritual. Mächtige Kiki. Du scheinst eine sehr mächtige Kiki zu sein. Chi. Alle Hoffnungen der Kieler sind mit mir. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, das Volk der Kieler zu schützen. Und ich werde mein Leben geben, wenn ich damit die Kieler wieder in eine bessere Zeit führen kann. Orakel, Soldaten? Warum schickt das Orakel seine Soldaten aus? Seit vielen tausend Jahren leben die Kieler in Frieden mit Margolot. Viele Monde bin ich schon hier und habe oft mit dem Orakel gesprochen. Doch muss ihr etwas Großes zugestoßen sein, dass sie nicht mehr unser Rufen erhört. Ihre Krieger, die du Soldaten nennst, sind Ausdruck ihres Zorns. Sie rüsten sich zum großen Krieg gegen die Kieler. Sie müssen aufgehalten werden, bevor sie Eier legen, denn dann werden sie unbesiegbar sein. Wo genau ist dieses Orakel? Was willst du gegen Margolots Soldaten unternehmen? Warum gehst du nicht zum Orakel und versuchst es zu besänftigen? Ich brauche Hilfe beim Geisterritual. Besänftigen. Warum gehst du nicht zum Orakel und versuchst es zu besänftigen? Chani hat es viele Male versucht, doch ich bin immer wieder an ihren Kriegern gescheitert. Ich kann nur noch versuchen, das heilige Tal zu retten. Die Kieler müssen beschützt werden. Margolot-Soldaten? Was willst du gegen Margolot-Soldaten unternehmen? Ich habe sie beobachtet. Ich kenne ihre Strategie. Sie werden sich oben auf den Hochebenen niederlassen, um ihre Brutstätten zu errichten. Noch haben sie keine Eier gelegt, doch die Zeit drängt. Tonka Damaka ist schon mit seinen Kriegern aufgebrochen, um die erste ihrer Brutstätten aufzusuchen. Ich selbst muss einen Zauberbann für die Hochebenen vorbereiten, damit die böse Saat nicht aufgeht. Ich brauche deine Hilfe. Wo genau ist das Orakel? Ja, genau. Wo genau ist dieses Orakel? Margolot hat ihr Nest jenseits der Hallen des großen Tempels im Osten. Unterschätze nicht die Macht der alten Margolot. Sie ist das allererste Wesen dieser Welt. Sie ist also sehr alt.
weise und ebenso gefährlich. Sei vorsichtig. Wenn sie dich einmal in ihre Fänge bekommt, ist es um dich geschehen, Gucho. Hm. Das ist aber nicht gut. Geisterritual. Ich brauche Hilfe bei einem Geisterritual. Erst wird Chani den Kila helfen. Alles andere muss warten. Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Du wärst besser beraten, wenn du schnell wieder das heilige Tal verlässt. Ich habe meinen Geist verloren und muss ihn wiederfinden, bevor ich zum Schergen des Schattenreichs werde. Ich kann dir nicht helfen, Gucho. Ich habe meine Aufgaben hier. Was wäre, wenn ich dir helfe? Hilfst du dann mir? Was wäre, wenn ich dich bei deinen Aufgaben unterstütze? Warum seid ihr Guchos bloß immer so aufdringlich? Gut, dann geh und such meine Krieger. Damaka ist irgendwo auf den Hochebenen im Westen. Er ist schon lange unterwegs. Ich fürchte das Schlimmste. Ich werde ihn finden. Ich werde deinen Krieger Damaka finden. Chi, Gucho. Geh schnell. Ich brauche nicht mehr lang für den Bannzauber. Dann werde ich euch unterstützen. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Ja, ja. So, sehr schön hat sie es hier. Ein sehr schönes Baumhaus. Oh, Kitlat. Hallo? Kitlat tut, was er kann, um seine Seele zu reinigen. Ja, gutes Gelingen. Denke ich mal. So, na gut, die Kiste räume ich, glaube ich, aus, wenn sie mit uns kommt. So, dann. Das zu dem, gibt es hier vielleicht mal irgendwo ein Portal? Wahrscheinlich da oben, denke ich mal. Hier vielleicht. Das würde eine schöne Stelle für ein Portal sein. Kann ich mir gut vorstellen. Gut, dann muss ich. War das hier? Ja. Hier noch ein Stückchen weiter. Los da! Jawohl, stirb, Spinne. Bäm. Au, au, au. Bäm. So. Ja. Und so. So. Dann schauen wir mal, ob wir dem einen jetzt helfen können. Und ob er da jetzt raus kann. Da wäre noch eine Maki-Biere. Mal Luki Luki. So. Wir sind da. Ja. Dem Himmel sei Dank. Ja. Ich danke dir, mein Freund. Gerne. Ohne dich wäre ich da unten bestimmt verreckt. Könnte sein. Hier ist die versprochene Belohnung. Ich denke, du wirst sie gut gebrauchen können. So, ich werde versuchen, mich bis zu Boost Piratenlager durchzuschlagen. Leb wohl, oder... Bis später. Halt die Ohren steif. Jo, servus. Passt das zu dem? Jo. Dann darf ich jetzt weitermachen mit Puh, sprich mit dem Orakel. Verschollen im verbotenen Tal. Den zuerst, glaube ich. Mal schauen. Seekarte. Der ist jetzt wo? Ah, da drüben. Okay, das ist nicht, das geht. Das geht, glaube ich. So, wir halten uns hier. Dann hier schön links. Tap, tap, da, 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 da. So, dann haben wir hier schon wieder ein paar Opfer. Ein paar Opfer Sandlaufis. Bäm. Zack. Aua. Zack, zack. Zack. Oh, dann hat es mit erwischt. Sehr gut. Sehr gut geschossen. Darauf muss ich, glaube ich. Ja. Ich glaube, den Leviathan haue ich noch zuerst zu Brei. Na, wo ist er denn? Spinnchen. Mach ihn nieder! Hä? Ach, da. Bäm. Bäm. Bau. Ja, ja. Dann da drüben das Leviathanchen. Bäm. 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 Autsch. Autsch. Autsch.
So. Alter, der macht einen Lärm. So, eine Muschel. Dann haben wir hier drüben noch was. Oh. Was ist denn das? Ich speichere mal kurz. Ja. Es geht los. Ein Wächter. Okay, wow. Au. Der hat jetzt reingehauen. Böse sogar. Bäm. Au. Au. Wow. Boah. Boah. Bäm. Hui. Das war jetzt schon ein bisschen... Hui, ja. Okay. Missviech. Ah. Hoppala. Dann hier rauf. Da gibt es noch ein paar Spinnentierchen. Bäm. Nein, die tut nichts mehr. Da hast du recht. Bäm. Zack. Nein. Dem ist das vergangen. Da hast du recht. Bäm. 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 Baum. Soldat des Orakels. Okay. Bäm. Schau. Gehört sich das, du Mistviech? Okay, tschüssi. Ein Goldklee und ein Soldat, Spinnenbeinchen, jawohl. Jägerwurzel. Gut, mehr ist hier nicht. Nein? Nein. Gut. Dann muss ich mal kurz schauen, wie geht's. Aha, hierüber, darüber. Da haben wir noch ein Krokodilchen. Hierüber, darüber, da oben. Aha. Oha. Oh, puh, wie komme ich denn da rauf? Vielleicht doch von hier? Warten Sie bitte, das muss jetzt nachgeforscht werden. Komme ich denn von da rauf? Ernsthaft? So, schon ein bisschen eine wilde Kraxlerei, oder? Na, das glaube ich fast nicht. Wow. Na, da glaube ich eher, dass man anders hinkommt. Doch, irgendwie schon. Von hier nach da. Hier so rauf. Sollte von hier möglich sein. Ob ich da rüberfliegen muss? Ah, warte. Da ist auch noch was möglich. Hier und da. Darüber muss ich. Okay. Alles klar. Kann ich hier runter? Theoretisch? Wow. Autsch. So. Gut, dann muss ich da noch ein schönes Stückchen weiter. Okay, ja, ist ja wurscht. Ist kein Problem. Darüber, 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 darauf. Okay. Können wir eigentlich wieder über den Strand rüberlaufen? Der ist jetzt eh sauber normalerweise. Und dann werden wir versuchen, im nächsten Part den Herrn zu finden. Wir müssen ja da oben, da so rüber. Da oben so. Na, gute Nacht. Wenn ich da runterfall, habe ich es gerichtet, ne? Ah ja, da war ja noch irgendwo ein... Krokodilchen, das können wir auch gleich mit wegräumen. Es gibt ja auch tolle Erfahrungspunkte. Und eine Krabbe wäre auch noch da. Und ein Alligator. So, und du. Au. Au. So. Chilaka, genau. Dann müsste da drüben wahrscheinlich noch was geben. Wahrscheinlich mal so eine Runde laufen oder so. Vielleicht. Ah, eine Muschel und eine Blutwurzel, glaube ich. Ja. Okay. Noch eine Muschel? Gut. Sehr gut. Da können wir jetzt rüber schwimmen oder geht das? Nein, das geht so. Passt. Gut, da müssen wir doch ein Stückchen rennen. Da können wir dann schon hoch. Da sehen wir schon davon. Da sind dann eh wieder 12.000 Spinnen. Ach ja, ich sollte... Huch, das mal, ja, und das. So. Nom, 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 nom. Los, so.
Komm her, du Spinnenviech. Ah ja, das eine Spinnerl habe ich vergessen, es zu looten. Stimmt. Das eine Spinnchen habe ich vergessen zu looten, aber ist hoffentlich nicht so schlimm. Da, 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 da. Hopp, hüpf. Ich strahle im hellen Licht. Mein Freund, so vergisst du mich nicht. So. Da haben wir noch so ein Opfer. Ist jetzt auch runtergefallen? Wahrscheinlich. Toll. Super. Ja. Wo muss ich denn da jetzt hin? Ach du liebe Zeit, da gehen. Gibt es sehr viele Wege. Also mal hier rüber nochmal. Okay, da haben wir jetzt schon noch ein Spinnentier. Au, au, au. Das gehört sich gar nicht. So. Ja. Sie sagen es. So, jetzt können wir hier rauf. Da haben wir schon das nächste Opfer. Bam. Bam. Oh, und der Part ist auch zu Ende. Null Problemo. Na, Loot noch. Ja, jetzt kannst du runterfallen. Jetzt ist mir's wurscht. So, ich würde sagen, hier nach... Okay. Nach den beiden. Nicht zu nah. Das, oh ja, ist schon zu spät. Muss ich das Orakel noch besiegen. Au. Autsch. Ja, das wollte ich jetzt gerade vermeiden. Aua, aua. Ja, was ist denn jetzt? Alter. So, aber jetzt. Sehr gut. Diese Spinne wird keine Fäden mehr spinnen. Sehr gut, sehr gut. Da gibt es noch drei von denen. Okay. Eine Magiebeere. Puh. Okay. Werden wir schon hinkriegen. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, für heute ist es genug. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs... Was? Ja? Ach nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Fürs Zuhören, fürs Zuschauen wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!